Drei Lämpchen sind in Reihe geschaltet. Sie sind an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen. Dieses Voltmeter misst die Spannung des Netzgerätes und zu jedem Lämpchen ist ein weiteres Voltmeter parallel geschaltet, um den Spannungsabfall an den jeweiligen Lämpchen zu ermitteln. Ich schalte das Netzgerät ein und wir beobachten die Werte, die die 4 Voltmeter anzeigen. So, dieses Mal sind die drei Lämpchen parallel zueinander geschaltet. Sie sind diesmal an ein anderes Netzgerät angeschlossen. Aber wieder wird mit 4 Voltmetern die Spannung an den drei Lämpchen und am Netzgerät ermittelt. Netzgerät einschalten. Und wir werfen wieder einen Blick auf die Anzeigen unserer 4 Voltmeter.